Moin, moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute wieder eine neue Skillung. Ich gehe mal die Perks mit euch durch von links nach rechts. Das erste ist Eiserner Wille. Was macht Eiserner Wille? Aktuell ist es noch nicht aktiv, wie ihr seht. Wenn ich getroffen werde, mache ich keine Geräusche. Ja, ihr kennt das, sonst rennen die Überlebenden rum und voll am Verrecken. Nein, wir nicht. Eiserner Wille sorgt dafür, dass selbst wenn wir verletzt sind, wir genauso mucksmäuschenstill sind wie aktuell. Das nächste ist Leichtgewicht. Mit Leichtgewicht kann ich rumrennen, wie ich lustig bin, und die Spuren sind 3 Sekunden kürzer sichtbar, als das normal der Fall ist. Von dort kommen sie irgendwo. Wir hauen hier mal ab. Die Spuren sind 3 Sekunden weniger lange sichtbar für den Killer. Ich glaube, ich hole mir mal ein Item. Vielleicht habe ich Glück und finde ein Medikit, ich habe nichts mitgenommen und zack, ich springe einfach rüber. Warum springe ich rüber? Perk Nummer 3, Leute, schnell und leise. Ich mache 90% weniger Krach, wenn ich durch Fenster und so weiter springe. Wenn ich in einen Schrank reingehe, glaube ich auch. Also alles, yes, ein Medikit, ein gelbes sogar. Damit können wir uns zumindest einmal heilen. Zumindest alles, was so Geräusche macht, ist weniger leise und deswegen kann der Killer das dann auch auf kürzere Distanz nur sehen. Auf weite Distanz kriegt das dann einfach gar nicht mit, wenn ich da durchspringe. Und das letzte ist die städtische Invasion, die diese Skillung, also dieses Setup hier quasi, das Ninja-Setup abrundet. Wenn ich schleiche, bin ich 50% schneller. Weiß nicht, ob man es sieht, ob es einen merklichen Unterschied macht. 50% ist eigentlich schon was. So, wo kommen die denn jetzt schon wieder? Oh. Hab keinen Sprint-Boost. Er kriegt mich auf jeden Fall, ja. So, aber wie gesagt, eiserner Wille. Hat er mich noch gesehen? Nein. Und er hört mich auch nicht. Ha! Leute, das ist eiserner Wille. Wie geil ist das bitte, oder? So, jetzt kann ich wegrennen. Da ich ja sowieso die Spuren sind nicht so lange sichtbar. Das Ninja-Setup, Leute. Der eine oder andere hat ein ähnliches Setup, glaube ich, gepostet. Ich bin mir nicht sicher, ob jemand genau dieses Setup gepostet hat. Ich hatte im Stream schon einmal mit 3 von diesen Perks gespielt. Das waren nämlich Eiserner Wille, schnell und leise und Leichtgewicht. So, er könnte das Blut sehen, wenn ich Pech habe. Aber er kommt gar nicht. Okay. Mit diesen 3 Perks habe ich schon mal gespielt. Und irgendjemand. Oh, der ist hier doch. Ach, nee, da macht jemand die Falle kaputt. Ich dachte, der Trapper legt da gerade eine Falle. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hatte schon mal mit den 3 Skills gespielt. Mit den 3 Perks, Entschuldigung. Und die städtische Invasion rundet das ganze Setup doch ganz gut ab, finde ich. Also war eine super Idee. Das hatte jemand in den Kommentaren geschrieben. Vielen Dank dafür. Und interessante Info, jetzt wo wir gerade diese geilen ganzen Setups testen, haben die Entwickler doch tatsächlich in ihrem Stream gestern, meine ich, war das, oder vorgestern, oder haben sie es im Stream? Ich bin mir gerade nicht sicher, wann sie es gesagt haben, aber angeblich soll man bald nur noch ein Teachable Perk mitnehmen können. Das wäre sehr schade, finde ich. Ich glaube, das wollen sie machen, weil viele Leute als Sprint Boost, Self-Care, den Strike und Saboteur oder so haben, also einfach nur wirklich mit Teachable Perks rumrennen und dadurch eine enorm starke Kombi halt sich erschaffen. Ich denke, das wollen sie einfach umgehen. Und ich bin sehr gespannt, ob die Änderung wirklich reinkommt. Ich fände es ein bisschen schade, könnte es aber nachvollziehen, weil die meisten Leute halt einfach wirklich mit der gleichen Skillung rumrennen. Ist ein bisschen langweilig. So, das Twitch-Shirt macht natürlich hier seinen Job ganz gut, ne? Lenkt den Killer ab. Hallo Killer, hier ist ein Twitch-Shirt, komm doch zu mir. Versuch mich doch zu fangen, wir juken dich mal ein bisschen. Und ja, wenn ihr weitere Skillungsvorschläge habt, welches Setup kann ich noch machen, schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare, ihr seht. Ich lese die auf jeden Fall alle durch und wenn mir eine Idee gefällt, dann wird sie schamlos geklaut. So, ich renne jetzt einfach mal durch. So, habt ihr gehört? Hat kein Geräusch gemacht. Hat kein Geräusch gemacht. Keine Ahnung, wo ich bin, glaube ich. Doch, hat er. Oh! Was? Der hat aber wieder einen langen Arm gehabt, oder? Der hat aber einen wirklich sehr langen Arm gehabt. So, ich bin verletzt, ist das Problem natürlich. Er rennt da hoch.
Nur ich habe angetäuscht. Ha! In die eine Richtung angetäuscht, in die andere weggerannt. Es ist super mit diesen Spuren und alles, dass sie weniger lange sichtbar sind. Ich glaube, das hat uns gerade schon wieder den Arsch gerettet. Der Ninja, Leute. Ich hoffe, dieses Setup gefällt euch. In den Kommentaren hatten ein, zwei Leute gemeckert, dass ich in letzter Zeit immer sage, dass ich mich freuen würde, wenn ihr das Video liked. Ich werde trotzdem dabei bleiben, Leute. Ich freue mich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, weil ihr dadurch wirklich helft. Das Argument von den anderen war, dass es unsympathisch rüberkommen würde und sie deswegen disliken. Aber ich bin ganz ehrlich zu euch, ich nehme lieber zwei, drei Dislikes dann in Kauf, weil Leute sagen, ah, Granz, ey, das ist irgendwie nicht so cool, dass du das jetzt machst. Aber dafür erinnert es viele Leute daran, ein Like zu geben. Und, ja, ich kann zwar nicht verstehen, warum man deswegen disliked, aber das muss jeder selber wissen. Wenn jemand disliken möchte, soll er es gerne machen. Ich werde dann niemanden von abhalten. Wollte ich nur einmal sagen, ich habe es gelesen und nehme es zur Kenntnis. Ich finde die Einstellung an und für sich schwachsinnig, aber das muss jeder für sich selber wissen, wie gesagt. Ja, das war's. Das war der Ninja. Ein relativ kurzes Video, aber ich denke, diese Skillung ist eigentlich sehr interessant. Man ist richtig leise unterwegs, man ist sehr sneaky unterwegs, obwohl wir schon teilweise recht offen rumgerannt sind. Und nichtsdestotrotz sind wir rausgekommen. Wir wurden zweimal geschlagen und diese Kombination aus eiserner Wille und dem Leichtgewicht hat uns, glaube ich, den Arsch gerettet. Okay, ich bin raus für heute. Schöne Lobby gewesen, Rang 1 Killer sogar. Mit Heimtückisch, okay, sieht man selten auf den Rängen. Und sehr wenig Punkte leider nur geholt. Aber hey, der wollte zum Sumpf sogar. Interessant. Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wie gesagt, haut die Skillungen unten in die Kommentare. Ich schaue mir die alle mal an. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Das war der Ninja. Haut rein.